Ich bin für TTIP, weil ich für freien Handel bin. Wir noch bedenken, auch die Europäische Union hat ihre Grundlage mal gehabt in einer Freihandelszone. Der Freihandel hat auch ganz wesentlich auch zu Wohlstand und Wachstum beigetragen in Deutschland und in ganz Europa. Also es gibt ja einfach eben auch gute Abkommen. Also es ist ja nicht so, dass es gar nicht möglich ist. Aber ich glaube einfach, dass TTIP ist einfach so ein allumfassendes Abkommen. Das ist einfach, es ist gefährlich, weil da einfach ganz schwerwiegende Konstruktionsfehler sind. Wir sind als DGB gegen TTIP und CETA, weil wir wollen einen fairen Handel. Wir brauchen offene Märkte und offene Märkte. Dafür bedarf es eben auch Abkommen, Handelsabkommen. Ich bin jetzt für TTIP, aber nicht unbedingt um jeden Preis. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten damit zu sagen, ich bin für oder gegen TTIP, weil es TTIP in dem Sinne ja noch gar nicht gibt. Das heißt aber, ich kann sagen, ich bin gegen die Art und Weise, wie zurzeit über TTIP verhandelt wird. Ich sage ja auch immer, das TTIP ist gar nicht, aus meiner Sicht, nicht mal unbedingt Sache der großen Konzerne, die weltweit tätig sind, die weltweit ihre Niederlassungen haben. Ich sage sogar, das TTIP profitiert am meisten aus meiner Sicht sogar das kleine oder mittlere Unternehmen. Die Klage kostet übrigens, das sind jetzt keine DGB-Zahlen, sondern das sind die Erhebungen, zwischen 6 und 8 Millionen. Da möchte ich einmal den Mittelständler im Mittelfranken sehen, der sich das leisten kann. Und es ist auch so, die mittleren Unternehmen, wir können einfach gar nicht diesem Wettbewerbsdruck von großen Unternehmen, von großen Konzernen, von großen ausländischen Unternehmen irgendwie standhalten. Die Globalisierung geht auch ohne uns weiter. Also wenn wir uns in die Ecke stellen und schmollen, die anderen tanzen munter weiter. Es gibt andere Handelsabkommen. Naja, das ist ja eigentlich völlig verrückt. Also ist es wirklich also ein Unding, dass Abgeordnete, die das studieren sollen, das nicht mit ihren Mitarbeitern tun können, das nicht sozusagen Experten vorlegen können und darüber dann sich austauschen? Das, was bisher bekannt ist bei diesen Geheimverhandlungen, hat den Namen Fair nicht verdient und hat damit auch nichts zu tun, sondern es wird eher die Großen und Reichen reicher machen und die Armen und Ärmeren ärmer machen. Und wenn die sozusagen die zwei Größten, die Elefanten im Raum, ihr eigenes Ding machen können, dann leiden immer die Ameisen, die da entsprechend das multilaterale System brauchen. Und es ist auch die Verhandlungsposition der EU, die gesagt hat, wir wollen unsere heutigen Standards nicht senken. Und es ist natürlich jetzt Verhandlungssache, das in Verhandlungen auch entsprechend durchzubringen. Und es ist auch innerhalb des Europäischen Gewerkschaftsbund die rote Linie, dass wir sagen, diese Linie werden wir nicht mitgehen.